20.000 Jahre, aber das ist eben trotzdem, das ist ein zu großer Zeitraum. Ja? Und darum sind wir jetzt mitten in dieser Zone, wo es auch diejenigen, die Johann Kössner kennen, Aquiles oder andere, diese alten Überlieferungen von Meyer kennen, da ist ein altes Wissen ja da und das wird jetzt reaktiviert. Und das, diese Muster sind halt eine Art und allein, dass sowas geschieht mehrmals, dass ein Muster plötzlich, ich war ja selber sozusagen, bin da drüber geflogen und ein Jahr vorher bin ich da durchgegangen und dann zeigt sich das Muster und das eine ist Gerste und das ist Raps. Also das allein zeigt, dass da noch Information enthalten ist in der Vegetation. Ja? Und dann klarerweise kann man es auch im Infrarot, auch bei Erdmagnetfeldänderungen feststellen, nur das wird zu wenig untersucht und klar, weil dann würden Forscher zugeben müssen, da gibt es noch was anderes. Und lieber, lassen wir es lieber. Ja, wenn es man kommt zu größeren Erkenntnissen, dann muss man doch das Herkömmliche aufgeben. Das ist genauso wie Schulmedizin und Ganzheitsmedizin. Das ist Ergänzung oder Astronomie und Astrologie. Das sind verschiedene Seiten. Und nicht immer dieser Kampf gegeneinander, sondern zu sehen, ja, das ergänzt sich. Und das ist eben das Entscheidende, wo wir jetzt hingehen. Und wo doch auch mehr der jungen Menschen wirklich jetzt auch aufwachen und sagen, Moment, das, was bisher gelehrt wurde auf Schulen, Universitäten, das gehört wirklich im wahrsten Sinne des Wortes radikal erneuert. Ja? Also wirklich auf die Wurzel gegangen, weil Armin jetzt gekommen ist, eben wirklich zu sehen, das ist es, an die Wurzel gehen und da kommen wir zu ganz anderen Erkenntnissen. Und wenn ich jetzt da zeige, allein, ich kann sie auch wirklich feststellen, dass da mikroskopische Zellstrukturänderungen, dass die Keime anders wachsen, also die Samen, also das kann man ja auch feststellen, also das ist ja nachweisbar, ja, und nicht nur jetzt sozusagen spürbar, sondern auch wirklich messbar, also es gibt ja beides, ja. Und dann haben wir uns klar, wie wir das selber alle erlebt haben, wir sind eine kleine Gruppe in Österreich und der Jay und ich sind halt jetzt die Hauptvortragenden und reisen halt im deutschsprachigen Raum herum und es ist ja auch sehr schön, Deutschland D, Österreich A und Schweiz CH, Dach. Das ist wirklich schön der Name, Dach. Wir bilden ein Dach. Das ist wirklich jetzt hier in Mitteleuropa wichtig, auch das Deutschsprachige zu fördern. Wir haben ja sonst sehr viele diese englischen Ausdrücke und darum nicht nur Crop Circle, sondern Kornkreise. Ja. Und da haben wir uns gesagt, es gehört was gemacht. Und da haben wir eben kennengelernt, denn Erich von Däniken ist ja allseits bekannt. Der hat ja wirklich genug nachgewiesen, dass es vor langer, langer Zeit eben schon Kulturen gegeben hat, die über anderes Wissen, Technologie verfügt haben, irdisch, nicht irdisch, wie auch immer, außerirdisch etc. Und dass da etwas kommt. Nur er war jetzt wenig offen den Kornkreisen. Er hat das noch nicht so verstanden, dass das jetzt die modernen Boten sind oder die Botschaften der Boten. Ja? Und dass sie schon längst wiedergekommen sind. Aber das ist ja auch eine Frage des Geistes. Und da haben wir es aber trotzdem geschafft. Es ist eine Ausstellung ausgefallen in diesem Zentrum. Das war dann wirklich von Mai bis Oktober 2005 die weltgrößte Kornkreisausstellung. Sind wir zum Zuge gekommen. Über 200 Objekte haben wir dort ausgestellt oder über 250.000 Quadratmeter. Und das war der Beginn. Dann aufgrund dessen ist dann wirklich das sehr bekannt geworden in der Schweiz und dann haben das auch andere hier in Deutschland, Österreich erfahren. Und dann haben wir das Glück gehabt, ist im Sommer 2006 eine Bekannte in Linz, das war jetzt ja Kulturhauptstadt ja, in Österreich, dass dort eine alte Kunsthalle leer steht. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, dann machen wir was und haben die wirklich noch größere, weltgrößte Ausstellung gestaltet. Aber wer war dort? Das wäre jetzt toll, wenn jetzt wer da wäre. Schade. Ja. Man sieht, die Kommunikation im Internet ist zwar sehr schnell, aber man muss die Webseiten kennen, die Begriffe kennen, dann findet man es. Das ist ein Gebäude, das es gibt? Genau, das war hier links, wie gesagt, das ist hier in der Schweiz, das war immer dieses Zentrum, was der Mystery Park den errichtet hat, den gibt es nicht mehr, wird jetzt wieder neu eröffnet, wie auch immer, werden wir sehen. Ja, in der Zentralschweiz, immer ein wichtiger Punkt, auch wie es dort ein Skigegend, der schöne Landschaft und Seengebiet, aber eben das hat er dort, hat also seine Vision eben, dass halt diese grenzwissenschaftlichen Dinge wie Pyramiden und anderes eben zeigt. Und dann war halt diese Halle, die ist dann leer gestanden und dann haben wir diese Ausstellung machen können. Von Däniken gebaut. Ja genau, das ist nach seiner Vision, das ist ja schon Jahre her und dann hat es 2004 begonnen, 2005 und dann leider ist es eingestellt worden. Es war dann auch diese extremen Regenfälle, also auch Wetteranomalien, da ist dann ein Teil hier überflutet gewesen rundherum und dann haben sie halt sperren müssen und ja, und jetzt soll es halt wieder neu aufgebaut werden, werden wir sehen. Und dann hat hier in Linz war wirklich die größte Halle, 1800 Quadratmeter, 300 Objekte. Ja, und zwar hat es so ungefähr ausgeschaut, da ist jetzt noch einmal der Sprung zurück, das war das kosmische Geschenk. Gegen Ende der Saison, wir sind schon abgezogen, die haben gesagt, die Veranstalter, wir machen einen Fälscherwettbewerb. Habe ich gesagt, was soll das? Ja, wir wollen da keinen Kornkreis machen und auch wen beauftragen. Uns interessiert das echte Phänomen, das energetische, das weit über das herkömmliche irdische hinausgeht. Und was war? Genau in der Nacht, bevor dieser Wettbewerb hätte stattfinden sollen, ist das Muster gekommen. Und noch dazu haben sie wirklich in der Nacht Webkameras aufgestellt, die jede Minute ein Bild machen. Und das Einzige, was in diesen vielen Stunden da von der Nacht bis am Morgen da war,
jede Minute ein Bild, waren zweimal ein Lichtpunkt. Dass dann messerscharf ein paar der Schweizer Korngeißergruppe geschlossen haben, das waren die Fälscher, es ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Sondern das war ein kosmisches Geschenk, das wurde dann alles abgeblasen, der Wettbewerb, ja, und das, also wirklich, da ist ja auch eine versteckte Geometrie, das ist genau von der Fläche her so groß wie diese Fläche, dann genau ausgerichtet hier auf die Pyramide da im Hintergrund und hat hier versteckte, weil das sind hier drei verschiedene Dreiecke. Das ist, hat eine versteckte Geometrie, diese Unregelmäßigkeiten. Das korrespondiert auch mit einem Muster, was in England an diesem Tag erschienen ist oder in dieser Nacht. Und wenn man das dann erkennt, dann weiß man, da ist noch etwas anderes dahinter. Das ist eine Art kosmisches Geschenk gewesen. Und jetzt haben... Das war ein Getreidefeld, das schon längst überreif war. Dann hat es einen Regenguss gegeben, das war schon ziemlich ramponiert. Ja? Das war ja, wie gesagt, das war schon in der zweiten Augusthälfte, also das ist schon sehr spät gewesen, gegen Ende August. Aber zurück zu Linz, das war halt wirklich das, wo man es dann darstellen kann. Ja? Und das wirkt halt entsprechend. Und nur ich muss halt wirklich sagen, wir haben es an alle Massenmedien geschickt, an hunderte Schulen. Es ist konsequent ignoriert worden. Das ist, wie gesagt, das ist eine freie Entscheidung, ich kann was ignorieren. Ja, man kann sagen, okay, hallo, du da, oder sagt, was willst du da? Ja, das ist unsere Entscheidung. Ja. Aber nur, wie fühlen wir uns dabei? Und das ist das, dass viele das noch ausblenden. Und wir haben dann angefragt, wirklich in der Stadt Linz, bitte, Kulturhauptstadt, ist das nicht auch eine Kunst der Kultur? Man muss ja nicht kosmisch dazu sagen, sagt man halt Landschaftskunst. Nein, da ist doch der Kepler-Universität. Ja. Und das ist das, wo man halt noch sieht, der Bürgermeister, alte, starre Denken, die Frau vom Bürgermeister ist offen, aber sie kann sich noch nicht so richtig bei ihm da öffnen. Da ist noch... Und da gehört noch was. Also das, wie gesagt, wie wir da erfahren haben, was, das wird nicht unterstützt, wir müssen das alles selber finanzieren. Wenn ich sage, ein bisschen was da, na, das war halt bisher noch nicht der Fall, aber das wird schon noch kommen. Das waren doch immerhin über 200 Personen, die da zu den Vorträgen im Herbst kommen, aber der Saal, der große Festsaal vom Rathaus, fast 500 Personen. Also, aber nur, wie gesagt, es ist ja dessen, wenn die Massenmedien ein bisschen drauf haben, nur ein Artikel, weil die Massen werden ja durchs Internet noch nicht erreicht. Weil da muss man wirklich sich ein bisschen EDV-mäßig auskennen, mit den sogenannten Browsern, nicht wo man sich browsen gehen kann, sondern wo man wirklich entsprechend auch wirklich in die Tiefe, den Weiten des Internet kommt. Und das ist doch etwas, wo man sich befassen muss und auch technische Geräte braucht und ein bisschen Zeit. Und auch Unterscheidungsvermögen. Da vor der Glotze, da wird was vorgeführt. Ich kann es ein bisschen hin und her schalten, es ändert sich kaum, aber das ist was anderes. Ja? Und das ist ja das, wo ein Umdenken und ein Umfühlen eigentlich stattzufinden hat. Und dann ist es eben gekommen, der Jay hat die Chance gehabt, zusammen mit dem anderen, der Objekte, sozusagen Artefakte, dargestellt hat, aus alten Kulturen, beziehungsweise Artefakte, die nicht zuordnenbar sind, Jahrtausende alt, die es teilweise nicht geben dürfte. Darum gibt es auch dieses Buch Verbote der Archäologie. Und das hat er gezeigt, das ist in Seoul in Südkorea gewesen, das war dann eben 2008. Und was war? Wir mussten dann natürlich im Mai aufhören, er war ja nur zweimal dort, das ist ja ganz anderer Kulturkreis. Also da... Dort gibt es zwar hunderte Handygeschäfte, aber ein gescheites Werkzeug, das war schwierig. Und das musste aufhängen, schön die Poster, und um das zu zeigen. Und das hat auch ein anderes Denken dort. Und also das habe ich jetzt, glaube ich, hier nicht drauf. Oder habe ich es dann drauf? Nein, habe ich jetzt, glaube ich, nicht drauf. Oder ist anders eingereiht. Das ist ja typisch beim Computer, dass er teilweise dann anders einreiht. Dass wirklich am Ende, die mussten dann so April, Mai aufhören, dass wirklich kurze Zeit später das größte Muster, das jemals in Asien erschienen ist, ja, bekannt wurde. Rund 230 Meter, das hat man hochgerechnet aufgrund der Person, die man da identifiziert hat, aufgrund der Aufnahme. Und das ist wirklich ziemlich genau die Größe der großen Pyramide von Gizeh, die auch dargestellt hat in der Ausstellung. Und hier ist auch versteckt in den Proportionen die große Pyramide enthalten. Und jetzt noch hier kosmische Zyklen, wie jetzt haben wir Mondbahnen und so weiter. Also das war schon etwas Großartiges, was uns art, wir sehen das als kosmisches Geschenk. Und das ist aber weitergegangen. Jetzt nur kurz, weil ich aus Österreich stamme, da ist halt sehr wenig los, aber trotzdem, es war einmal ein Jahr, das ist hauptsächlich hier Weinviertel, Waldviertel, ich fahre ja dann heute am Nachmittag, wir sind ja hier da irgendwo, oder? Wir sind ja da irgendwo. Im Prinzip ist es ein kurzer Weg daher nach Heinrichstein, aber leider, ich muss rundum dumm fahren mit einem Zug, aber es macht nichts. Es ist, ich komme noch heute vor Mitternacht an, so Gott will, und erleben, und dieses eine Muster, da hat es wirklich gegeben, Personen sind reingegangen mit Kamera, haben geschaut, Akku ist relativ voll aufgeladen, sind drinnen ein paar Minuten, plötzlich ist der Akku fast entladen. Und das ist mehrmals auch berichtet worden, dass da eben halt physikalische Effekte auftreten. Da geht man wieder raus und es erholt sich wieder etwas. Also das ist auch ja berichtet worden. Aber das sind halt so Randerscheinungen. Die größte Ansammlung von Kornkreisen hier in Europa gibt es im Weltersten Kornkreismuseum. Das liegt
allerdings nicht in Bayern, sondern an der Grenze Niederösterreich zu Oberösterreich, aber vielleicht für manche, die da wohnen im Süden, fahren einmal hin. Das ist zwischen Ips und Amstetten in der Nähe der Donau, ist Kematen. Und das ist mein Forscherkollege Jay Goldner und das ist das Ehepaar Grissenberger. Die haben 4 Kinder, einen ganzen Vierkanthof und es ist umgestaltet, wirklich als Kornkreismuseum. So was Großartiges. Die haben uns kennengelernt, waren so begeistert, im wahrsten Sinn, wie jetzt auch der Feuerlauf, sich begeistern lassen. Und so ist es, das wirklich ist etwas Großartiges, nur es gehört mehr bekannt gemacht, wir haben es natürlich im Internet, wir haben es dann jetzt aktualisiert, die letzten Muster, und das ist wirklich etwas Großartiges. Eingebunden zu sein, das ist eben der Stroh, das Getreide und alles, das ist ja ein Teil der Natur, und so darzustellen, das ist wirklich etwas. Aber erst jetzt hat die Gemeinde dort angefangen, das ein bisschen zu unterstützen, weil es kommen doch mehr Personen dorthin, und wirklich, wenn ich denke, wir haben da jetzt im Herbst einen Vortrag gehabt, das ist ein kleiner Ort. Da sind fast so viele gekommen wie in einer Großstadt in Österreich. Ja? Weil einfach da die Menschen offen sind und ja, schauen wir uns das an. Ja? Und das ist das Entscheidende. Und nicht zu denken, ah ja, kenne ich schon oder etc. Oder sich beeinflussen lassen. Es geschehen ja nach wie vor in den herkömmlichen Massenmedien jedes Jahr Desinformation. Okay, wenn ich das als solche erkenne, dann darf es ja passieren. Wenn ich erkenne, dass es noch was anderes gibt, dann natürlich öffnen sich halt neue. Wie interpretieren Sie diese Sprünge in diesen Kreisen? Ja, jetzt kommt eben das Pi-Muster für diejenigen, die jetzt, sagen wir nicht so mehr, Mathematik sozusagen von der Schule her wissen. Wir haben hier dieses Muster und wir können nun mal einen Kreis in 10 Teile teilen. Damit kann ich die Ziffern 0 bis 9 darstellen. Ja, und jetzt ist es ganz einfach gemacht. Da ist ein Punkt schon da. 3 Teile, 3 Zehntel eines Kreises, 1, 4, 1, 5, 9 und so weiter. Und das ist genau die Anfangsdezimaldarstellung von Pi. Und das heißt halt nichts anderes, es geht bis ins Unendliche. Das ist ja eine irrationale Zahl. Ja, das ist noch die 10. Ziffer da gerundet. 3,12159265535 und so weiter, so geht es weiter. Und das ist wirklich so schön geometrisch hier dargestellt. Und da ist aber noch viel mehr dahinter. Da ist dann dargestellt, das habe ich glaube ich vorher noch nicht erwähnen können, weil es schon ein bisschen ins die Tiefe geht, die Quadratur des Kreises. Uralt, wie kann ich etwas flächengleich Quadrat, Kreis. Das ist halt hier in diesem Muster angenähert dargestellt. Dann ist drinnen enthalten die große Pyramide von Gizeh. Und dann, weil ja die 10 enthalten ist, ist ja auch die 5 enthalten, eben diese ganz wichtige Schlüsselzahl, Phi, der goldene Schnitt. Und das hat halt was mit Wurzel 5 zu tun. 1,618 und so weiter. Und das ist das, das hat man im Altertum gewusst. Und das hat Pythagoras gewusst und andere. Ja? Und das ist halt jetzt dann irgendwann verloren gegangen. Und erst jetzt entdecken wir es. Warum hat diese Proportion seine Bedeutung? Wir haben halt andere definiert. 1 zu 2 oder da bei unseren Schirmen 4 zu 3, 3 zu 2, 16 zu 9, irgendwas halt. Aber nicht kosmisch, den harmonischen. Da würden wir auch andere Programme wahrscheinlich sehen. Aber vielleicht wissen das manche und haben absichtlich dann vielleicht eine andere Proportion definiert als Bildschirmgröße. Man glaubt dann, das hat eben viel größeren Einfluss. Und diejenigen, die aus dem asiatischen Bereich Feng Shui kennen oder Vastu, wissen, dass da ganz andere Prinzipien sind, von der Geometrie her, von der Ausrichtung her, Nord, Süd und so weiter. Jedenfalls, das ist ja dann weitergegangen. Schon erwähnt, wo liegt denn das? Wenn man jetzt ganz einfach hier ein Dreieck legt oder stilisiert, ist das ja eine Pyramide, ist es genau der Winkel von der großen Pyramide von Gizeh und es ist genau die Königinkammer. Also noch deutlicher geht es ja nicht, da geht es um das weibliche Element, die Königinkammer. Also uraltes Wissen wird sozusagen kommt an die Oberfläche. Weil dass das zufällig da das Büschel ist, das gibt es nicht. Und das ist dasjenige, wo man dann halt spannend ist in den langen Winterabenden oder Herbstabenden, das dann düftelt und dann manchmal haben wir auch Stunden gebraucht, bis man da drauf kommt. Weil man muss erst einmal eine Idee haben, so Kreise ziehen, wie konstruiere ich das und dann kommt man erst drauf, was für eine Genialität dahinter ist. Ja, und jetzt zurück zu diesem Muster, was für mich etwas wirklich zu tun hat, mit kosmischer Energie auf intelligente Weise umzuwandeln. Nicht so wie bei uns derzeit, das, was zerstört wird, verbrannt wird. Ich meine, das Feuerelement haben wir kennengelernt, die Mächtigkeit. Nur, dass man dann das verbrennt und explodiert. Das andere ist die Implosion. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Und die Viktor Schauberger kennen, als einer der genialsten Wasserforscher des vorigen Jahrhunderts, der war auch in Österreich kaum bekannt, also jetzt in den letzten Jahrzehnten. Erst jetzt ist er wieder bekannt geworden. Und der hat schon in den 30er Jahren gesagt, ihr bewegt falsch und so. Der hat schon die Grundprinzipien erkannt und auch bestimmte Geräte wirklich gebaut und so. Und da ging es auch um die Wasserstruktur, der Wirbel und so weiter. Da geht es um bestimmte Energien, die für uns wichtig sind, die in der Natur vorkommen. Und das ist eben das Geniale. Das ist ja diese relativ primitive Geometrie da, also primitiv unter Anführungszeichen, hat unsere herkömmlichen Windräder. Und dann ist es aber hier viel komplexer. Da ist also zum Beispiel die fünfstrahlige Geometrie, die 4, die 7, die 6. Das ist ja unglaublich, was da alles enthalten ist. Und das hat sicher Bedeutung. Und wenn wir da etwas auch wirklich konstruieren, dann haben wir eine Chance, Motoren zu erzeugen, wirklich dreidimensional,
die anders funktionieren. Und das wird es in diesen kommenden Jahren kommen. Und dann werden wir uns nach und nach von dieser Abhängigkeit lösen. Und es ist schon klar, dass diejenigen, die sozusagen da jetzt noch bestimmen, oder die ganzen Großkonzerne, die wissen schon zum Teil mehr Bescheid. Sie sagen es nur nicht, weil dann müssen sie abtreten. Und das wollen sie ja noch nicht so freiwillig. Und darum bedarf es uns. Wenn wir aufwachen, dann sozusagen geht das andere zu Ende. Weil das nun mal etwas Umfassendes ist. Ja. Ah, bitte sehr. Er hat eh gerade ein Schlüsselmuster da mit der 12 und der 1. Ja. Die 8. Auch da zu sehen, dass da uns einfach was Großartiges gegeben wird. Da geht es ja auch um etwas Räumliches, um viel etwas Großartiges, das Unendlichzeichen. Wirklich das, diese Zyklen ineinander und jetzt nicht nur die 8 an sich. Und dann das Kreuz. Also wirklich zu sehen, da geht es um das Weibliche. Allein das wirkt ja ganz anders als dieses männliche Kreuz noch dazu. Wumm, also da, ist es ja zu sehen. Also das ist ein riesiger Unterschied in der Wirkung und der Geometrie. Ja? Aber klar, das ist halt institutionalisiert worden von der Kirche, das ist es. Und das ist das Wupp. Also das kosmisch in die Erde, das ist ja nichts dagegen. Aber wenn es darum geht, unten halten, darum gibt es auch das Wort Unterhaltung. Das heißt unten halten und eigentlich gehört eine Oberhaltung. Aber der Begriff hat sich noch nicht durchgesetzt. Aber wir können es ja jetzt gestalten, kreieren. Und das ist eben etwas, was hinaufhält. Da geht es wirklich um den sogenannten Aufstieg. Das wirkt ganz anders. Die weiblichen Formen ist durch Kongressmuster vorher schon einmal angedeutet worden. Und da habe ich genauso das Pentagramm, den goldenen Schied, fraktal enthalten. Die Quadratur des Kreises. Genauso wie der sechszackige Stern, das ist ja auch genauso ein uraltes Muster. Das ist dann auch wieder von bestimmten Gruppen, Nationen verwendet worden. Aber der Stern, das ist das Dreieck zur Erde gerichtet und das Dreieck zum Kosmos gerichtet. Und das ist dann dieser sechszackige Stern. Und da geht es auch um Rotationsmuster letztendlich. Und das geht noch viel weiter. Aber das, wie gesagt, das ist ein Ende nie fast. Und dann ist gekommen als großartiges Geschenk im 8. Jahr, Ende September, wirklich plötzlich in Mais ein gigantisches, auch über 150 Meter großes Kreuz. Und Mais ist ja viel gröber. Und das hat es auch noch nie so gegeben in England, ein Muster in Mais. Und auch diese geometrische schaut zwar recht einfach aus, hat aber mit der anderen zu tun. Aber da könnte ich so viel zeigen, auch dass da natürlich auch Artefakte sind, dass der erste Eiskreis gewesen ist in England. In Skandinavien und Russland kennt man das, Eiskreise und Schneekreise, aber man weiß nicht, ist das was Natürliches, ist es was